Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich kann nahtlos anknüpfen an meinen Vorredner, denn es ist tatsächlich so. Wir wissen alle, dass das Thema Mieten und Wohnen die zentrale Frage unserer Zeit ist. Und wir sehen tatsächlich in allen Städten und Ballungsräumen unserer Länder, wie die Entwicklung ist. Egal ob in Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, ob in Baden-Württemberg oder Sachsen, vielerorts zieht es die Menschen vor allem in die Städte. Wir haben wachsende Städte und das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Wir haben eine große Nachfrage und eben in vielen dieser Ballungsräume dieser Städte steigen die Mieten weiter. Wir haben einen erheblichen Druck auf dem Mietwohnungsmarkt. Sowohl bei der Neuvermietung ist das der Fall, wie eben auch im Bestand. Und auch wenn sich die Situation insbesondere in den Metropolen zuspitzt, ist das doch längst keine Frage mehr der großen Städte. Das sehen wir doch auch. Grund und Boden, Wohnraum ist beinahe überall zu einem kostbaren Gut und vor allen Dingen auch einem gewinnträchtigen Gut geworden, zugunsten weniger, zu Lasten vieler. Und das führt eben auch leider dazu, dass immer mehr Mieterinnen und Mieter sich die Mieten in den Städten nicht mehr leisten können und verdrängt werden. Ganz zu schweigen von Studierenden, wo das nochmal ein zusätzliches Problem ist. Ja, diese Menschen werden an den Rand oder ins Umland der Städte verdrängt. Wir alle können diese Wanderungsbewegung in unseren Ländern verfolgen. Und in der Folge führt diese Entwicklung zur Entmischung der Wohnbevölkerung. Ein Szenario, das ungesteuert darauf hinauslaufen würde, dass in Zukunft sich nur noch diejenigen in den Städten das Wohnen leisten können, die eben über ein erhebliches Einkommen verfügen. Mit diesem zugespitzten Szenario ist eben auch eine zutiefst sozialpolitische Frage verbunden. Ist das die Gesellschaft, in der wir leben wollen, in der allein die Einkommensverhältnisse über den Wohnort entscheiden, in der Familien mit Doppelverdienern und normalen mittleren Einkommen hier an ihre Grenzen kommen? Ich denke nicht, denn es gibt ein Recht auf Wohnen und dieses Recht steht über der profitorientierten Gewinnmaximierung im Mietwohnbereich. Wir erleben zurzeit, dass der Markt in diesem Bereich aus den Fugen geraten ist und deswegen braucht es Regeln. Wir brauchen in den Städten, Kommunen und Ländern zusätzliche Möglichkeiten der Mietregulierung. Und dabei muss gleichzeitig unser Anspruch sein, Mietregulierung muss immer, der Bürgermeister Tschentscher hat völlig recht, Mietregulierung muss immer mit dem Bau von mehr bezahlbaren Wohnungen einhergehen. Denn nur so kann man den Mietwohnungsmarkt wirklich langfristig entlasten. Uns alle eint das große Interesse, dass unsere Städte und gerade auch die Innenstädte lebendig und vielfältig bleiben. Wir haben das auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise ja diskutiert, welche Folgen es für den Einzelhandel hat, wie wichtig der Einzelhandel für lebendige, wirklich lebenswerte Städte sind. Aber genau das trifft natürlich auch auf das ganze Thema Mieten und Wohnen zu und wie viele Bevölkerungsgruppen, welche soziale Durchmischung haben wir eben auch im Mietwohnungsbereich. Der Berliner Mietendeckel war eine Antwort, um die Mieterinnen und Mieter in Berlin vor dem rasanten Anstieg der Mieten zu schützen. Mit einem zunächst auf 5 Jahre begrenzten Mietmoratorium, das den Menschen durch die temporäre Deckelung der Mieten eine Atempause verschaffen sollte, während der Bau von Wohnungen natürlich beschleunigt vorangeht. Und eine Bemerkung auch dazu, wir bauen in Berlin jedes Jahr 17, 18 bis zu 19.000 Wohnungen neu, jedes Jahr. Das sind umgerechnet auf die Bevölkerungszahl auch Hamburger Verhältnisse. Ja, mit unserem Mietendeckel hatte Berlin juristisches Neuland betreten. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieser Schritt auch richtig und wichtig war, nachdem wir alle anderen Instrumente, die wir zur Mietregelung von Bundes- und Landesseite haben, tatsächlich ausgeschöpft haben. Und dieser Gedanke, dieser Atempause des Mietmoratoriums findet sich ja nun auch in einigen Bundeswahlprogrammen wieder. Nun hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden, dass der Berliner Mietendeckel verfassungswidrig ist und hat ihn für nichtig erklärt. Allerdings nicht etwa, weil die Deckelung von Mieten nicht zulässig ist, sondern weil die Länder hier keine Regelungskompetenz besitzen. Es ist ihnen verfassungsrechtlich nicht gestattet, per Landesrecht von der Regelung des sozialen Mietrechts des bürgerlichen Gesetzbuches zur Miethöhe auf angespannten Wohnungsmärkten abzuweichen. Diese Gerichtsentscheidung ist natürlich zu respektieren. Aber der vorliegende Antrag will nun genau diese Regelungskompetenz schaffen.
Berlin fordert die Bundesregierung auf, eine Länderöffnungsklausel einzuführen, die es den Ländern erlaubt, von den mietrechtlichen Regelungen des BGB abzuweichen. Und zwar nur dann, wenn die angespannte Wohnungsmarktlage es in einzelnen Gebieten erfordert. Also wenn die Mieten so steigen, dass die Mieterinnen und Mieter sich diese nicht mehr leisten können. Wir wollen damit erreichen, dass die Mieten nachhaltig leistbar bleiben und fordern den Bund auf, hierfür im Bundesrecht eine rechtlich zulässige Möglichkeit für die Landesregierung zu schaffen, die diese Eingriffsmöglichkeit nutzen wollen. Meine Damen und Herren, Sie wissen genauso gut wie ich, dass die bereits geltenden Regelungen nicht ausreichen, um Verdrängung zu stoppen. Wir wissen alle, dass die vorhandenen Instrumente des angespannten Wohnungsmarktes in einzelnen Regionen nicht ausreichend Rechnung tragen. Auch die bereits vorhandenen Ermächtigungen der Länder zur Mietpreisbremse sowie zur Senkung der Kappungsgrenze für Mieterhöhungen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete führen bislang nicht dazu, dass sich die Situation für die Mieterinnen und Mieter wirklich bessert. Es sind wichtige Bausteine, die wir ja auch nutzen. Aber ich denke, wir sollten darüber hinausgehen, wir sollten mehr erreichen, damit unsere Städte lebenswerte Arbeits- und Wohnorte für alle bleiben. Ich möchte es noch einmal betonen, bezahlbarer Wohnraum ist die soziale Frage unserer Zeit. Wir sollten darauf auf allen föderalen Ebenen Antwort geben. Dort, wo wir mit unseren Länderkompetenzen an Grenzen stoßen, müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, um diese Grenzen zu öffnen. Der vorliegende Antrag will genau das erreichen, nämlich, dass überall dort Antwort gegeben werden kann, wo sie gebraucht wird. Und das so lange, wie noch kein ausreichend bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist, also auch neu gebaut ist. Auch deshalb bleibt natürlich ein engagiert vorangetriebenes Bundesbauprogramm für sozialen Wohnraum wichtig. Es ist keine Alternative, ein Mietmoratorium und ein Bauprogramm. Es ist additiv zu sehen. Wir brauchen beides. Wenn wir es mit dem Mieterschutz ernst meinen, sollten wir handeln. Wenn wir wollen, dass unsere Städte nicht nur Sehnsuchtsorte sind, sondern als Lebensorte für alle, die das möchten, erreichbar bleiben, brauchen wir hier mehr Kompetenzen für die Länder. Ich bitte Sie, diese Entschließung in den Ausschüssen zügig zu beraten, damit wir in den nächsten Sitzungen des Bundesrates diese Initiative der neuen Bundesregierung mit auf den Weg geben können für die Menschen und für lebenswerte, urbane, vielfältige Räume. Vielen Dank.